Buongiorno. Salute, Saezio. Sollen wir uns die Liste anschauen? Buon viaggio! Wer könnte sich vor solch einem Mann verstecken? Wie habt ihr das gemacht? Guter Trick.
Bitte verschont mich, ich bin unschuldig. Kommt, Freunde, ich habe heute frisch... Ihr seht schon stärker aus. Kommt und holt euch die feinste Kunst. Frisch von der Staffelei. Die moderne.
bin sicher, ich habe, was ihr braucht. Wohl irgendwo dahin. Basta, Amico. Wir sind doch Freunde, nicht? Buongiorno. Salute, Saezio. Sollen wir uns die Liste anschauen? Buon viaggio. Salute, Claudia. Willst du das Buch sehen? Bis bald, Ezio. Ezio, mein Junge, ich glaube, ich sollte dir endlich etwas zeigen. Dies ist unser Altarraum. Er wurde von meinem Urgroßvater erbaut, um das Angedenken der Assassinen zu ehren und ihre Geheimnisse zu schützen. Sieh dich um. Das sind die Assassinen, die in der Stunde der Not die Freiheit der Menschen schützten. Und das ist die Rüstung von Altair. Wenig ist über Altairs Leben bekannt. Doch seine Rüstung ist leicht und doch stark. Ich würde sie dir geben, aber ich weiß nicht wie. Mein Urgroßvater erzählte mir, dass sie verschlossen bleiben würde, bis all ihre Beschützer wieder komplett wären. Ich hörte Gerüchte über Krypten in ganz Italien, versteckte Gräber mit Schätzen gefüllt, in denen diese sechs vor Jahrhunderten begraben wurden. Vielleicht hat das was damit zu tun. Als ich jünger war, suchte ich selbst nach den sechs. Ohne Erfolg. Vielleicht hast du mehr Glück. Um perfekte Synchronität mit Ezio zu erreichen, brauchst du diese Rüstung.
Buongiorno. Salute, Saezio. Sollen wir uns die Liste anschauen? Buon viaggio. Grazie, und kommt bald wieder. Freunde, diese neuen Minen machen meine Metallwaren sehr erschwinglich. Ich habe tolle Angebote. Ezio, du lebst ja noch. Sieh sich das einer an. Die letzten zwei Jahre waren gut zu dir. Aber du bist nicht mehr derselbe, was? Ich hoffte, du könntest mir vielleicht mit etwas helfen. Alles für dich, mein Freund. Haha, du hast noch eine gefunden. Wie aufregend. Das ist schwer zu knacken. Sehr klug bei der Nutzung der alten Sprache. Wenn ich vielleicht... Oh, es scheint sowas wie ein Handbuch verschiedener Assassinentechniken zu sein. Darf ich mal sehen? Warte, was ist das? Dieses Mal ist es kein richtiger Plan. Nur eine Serie von Skizzen. Was das wohl zu bedeuten hat? Hoho, natürlich. Und warum nicht? Eine großartige Idee. Kannst du es fertigen, während ich die Sachen aus dem Fragment ausprobiere? Nimm das. Ich lasse meine Assistenten einige Puppen zum Üben aufstellen. Hey, Vincenzo!
Ich hab's geschafft. Komm schnell. Schau. Nimm es. Probier es. Hab Dank, Leonardo. Gar kein Problem. Es gibt jemanden, den ich hier treffen müsste, aber ich kann mich ihm nicht öffentlich nähern. Weißt du da einen Weg? La Volpe. Der Fuchs? Psst. Verstehe. Aber weißt du, wo er sich aufhalten könnte? Vielleicht in der Nähe des Mercato, wo die Diebe hausen. Sei vorsichtig, Amico. Wir haben ein ehrliches Geschäft. Hier gibt es keine aufgeblasenen Preise. Hinweis zu den öffentlichen Brunnen. Bitte wascht und färbt. Wird noch jemanden verletzen?
Che gioia a vedervi. Was? Meine Börse, oh, mein Geld. Euer Geld? Ich habe euer Geld nicht. Komm zurück. Hol mich. Du machst einen großen Fehler, mein Freund. Genug davon. Allerdings, warum gibst du nicht auf? Gib zurück, was du gestohlen hast. Ich würde, wenn ich könnte. Kann aber nicht. Ich sag dir, ich mach dich fertig, wenn ich dich kriege. Und wo bleibt da der Spaß? Ich habe kein Interesse, dich zu verletzen. Also gib mir mein Geld und wir sind quitt. Nicht so schnell. Was wollt ihr denn? Wer seid ihr? Man gab mir schon viele Namen. Mörder, Tagliagole, Dieb. Aber ihr dürft mich La Volpe nennen. Zu euren Diensten, Messer Ezio. Woher kennt ihr meinen Namen? Es ist mein Geschäft, alles in dieser Stadt zu wissen. Seid ihr nicht deshalb hier? Doch. Ich muss jemanden finden. Und wissen, wo er ist, bevor er es selber weiß. Wer? Francesco de Pazzi. In den Straßen erzählt man sich was von einer Karawane aus Rom. Einem Geheimtreffen, heute bei Sonnenuntergang. Dort könnt ihr etwas über Francescos Aufenthaltsort erfahren. Wisst ihr, wo es stattfinden wird? Ma certo. Lasst mich wissen, wenn ihr soweit seid. Dann ziehen wir los. Oh, ja. Und hier ist euer Geld. Zuletzt lacht, lacht am besten. Folgt mir. Aber wir müssen uns ganz schön beeilen. Ob ihr mithalten könnt? Gar kein Problem.
Was tut ihr denn da hinten? Ihr sollt doch mithalten. Vielleicht ist ja noch eine Koje in der Kakata. Willst du meine Narbe sehen? Da sind wir. Hier in dieser Kirche trifft sich Francesco de Pazzi mit seinen Leuten. Wie komme ich da rein? Es gibt Katakomben unter der ganzen Stadt. Diese führen euch an einen Ort, wo ihr das Treffen heimlich belauschen könnt. Da, nehmt den Steingriff. Dreht ihn, dann schiebt ihn nach unten. Danke für all eure Hilfe, Wolpe. Viel Glück. Wie lange müssen wir hier stehen, Saferio? Es ist kalt. Was willst du, Ilario? Messer Pazzi bezahlt uns gutes Geld, um den Eingang zu bewachen, und die Toten werden uns nichts tun.
Ich kann es kaum erwarten, Elena zu erzählen, wie viel Geld wir heute verdient haben. Nicht so schnell! Merda, die Tür. Pass auf, während ich nachschaue. Von wegen leichte Aufgabe.
Ich sagte doch, wir hätten nicht kommen dürfen. Wenn ich etwas höre, renne ich zum nächsten Wachposten. So wahr mir Gott helfe. Saverio! Ich komme mit mehr Wachen zurück! Ja, ich glaube, ich bin entkommen. Lasst mich doch! Dort ist er! Packt ihn! Schneller! Verdammt! Schneller! Lasst mich doch! Ich muss einen Ausweg finden, bevor er mich tötet. Ja, ich glaube, ich bin entkommen. Schneller! Zu den Waffen! Töte! Da ist er! Auf ihn! Ein weiterer Jünger von Darnis Leben. Erinnert euch an die Ausbildung, Männer! Ah!
Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et maniat semper. Grazie, Padre. Bernardo? Alles da. Schwerter, Knüttel, Äxte, Rüstung, Bögen. Unseren Leuten wird nichts fehlen. Das Geschenk ist wohl die Zustimmung des Papstes. Er gab der Aktion seinen Segen. Solange niemand getötet wird. Für den Duomo morgen früh ist alles bereit, Signore. Der Köder ist gelegt, auch wenn es nicht leicht war. Sein dummer Bruder ändert ständig die Pläne. Sie, wir müssen aufpassen, damit Giuliano morgen auch aufsteht, um in die Kirche zu gehen. Was ist denn, Jacopo? Glaubt ihr, dass sie etwas ahnen? Unmöglich. Die Medici sind zu arrogant oder zu dumm, um etwas zu merken. Wahrscheinlich beides. Unterschätze unsere Feinde nicht, Francesco. Oder hast du schon vergessen, wie dein Sohn umgebracht wurde? Dieses Mal gibt es keine Überraschungen, Maestro. Ihr habt mein Wort. Sehr gut. Ich sollte dann los. Ich habe noch etwas zu erledigen, bevor ich nach Rom zurückkehre. Meine Herren, morgen scheint eine neue Sonne über Florenz. Möge der Vater des Verstehens uns leiten. Möge der Vater des Verstehens uns leiten. Sieh dir die Statue an. Sie ist identisch mit der in der Villa Auditore. Du hast wohl eines der Assassinengräber gefunden, von denen Ezios Onkel sprach. Da wir nun den Eingang kennen, markiere ich die Orte mit Gräbern in der Datenbank. Ich weiß, wo und wann ich Francesco finde, aber... Was ist denn? Ich habe etwas gehört. Sie haben Waffen, genug für ein ganzes Bataillon. Sogar der Papst unterstützt sie. Das ist typisch für Sixtus, aber... Was zur Hölle planen sie? Ich konnte nichts Genaues verstehen, aber es geht um die Medici.
und es beginnt morgen früh am Duomo. Die Medici gehen dort alle zur Sonntagsmesse. Gemeinsam mit fast ganz Florenz. Sie werden es genau während des Hochamtes tun. Doch das gibt mir die Gelegenheit, in der Masse unterzutauchen, nah ranzukommen und alles aufzuhalten. Wenn Sie Erfolg haben, wenn wir Lorenzo verlieren und Florenz an die Pazzi fällt... So weit wird es nicht kommen. Ich verspreche es. Ich hoffe, ihr behaltet recht. Der Preis der Perfektion kann nicht in Münzen gemessen werden. Naja, eigentlich schon. Kommt und seht, was stolz. Ich habe meistens offen, solltet ihr eure Meinung ändern. Ist das nicht verboten? Steinmetz und Zimmermannsgilden sollten ihre Bewerbungen direkt beim Gonfaloniere abgeben. Bitte. Heilerdienste für die Schäfchen des Herrn. Ah, hast du den Verstand verloren? Was hat euch da wenn ich nicht davon zu tun hätte, würde ich mir sehr viel mehr Zeit für dich nehmen. Ist das nicht gefährlich? Und glaub mir. Irgendwas stimmt nicht. Ah ja, du atmest noch. Lass mich in Ruhe. Cambio warnt ihre Mitglieder vor der Familie Bentivoglio aus Bologna. Lass ab von mir, Mist! Diese Rückstände bei einem unserer geschätzten Mitglieder führten zu dieser drakonischen Maßnahme, die bis zur vollständigen Bezahlung in Kraft bleiben wird. Thank you.
Ach so. Er lebt nicht lange. Ich freue mich, dass alles nur. So ein Verrückter. Ich bin doch harmlos. Ganz harmlos. Oh, ups, meine Schuld. Ihr dürft nicht hier oben sein. Hinfort! Laju! Laju! Da! Ergreift ihn! Versuchen Sie aus dem toten Winkel! Uns wieder Hoffnung. Bleib zurück! Wundi? Danation! Das ist mir zu arg, das ist Mord! Oh, eine Leiche! Doch, wie könnt ihr es wagen? Das will ich. Erbarme dich dieses schwarzen Schafes. Wie kann ein Mensch so etwas nur tun? Salute. Qualität unserer Nähte ist legendär. Hier wisst ihr, dass ihr das Beste bekommt. Verdammt, ich will doch mal essen. Und seht, was meine Galerie zu bieten hat. Sicher. Geht, ich will euch nicht töten. Garstiger, unheiliger Dieb, du sollst leiden. Che gioia vedervi.
Lobby Benedikt. Oh, warum? Was hab ich getan? Ich bin eine Made, ein Nichts. Ihr vergeudet eure Zeit. Wie, Sherlock? Was hat er vor? Der ist wohl vom Affen gebissen worden. Buona giornata. Hey, runter hier! Runter, Stronzo! Ich töte... Da! Merda! Ich kann ihn nicht sehen. Wo ist er? Da, dieses Gesicht wird mir auf... Da ist er! Packt ihn! Let's you. Furchtbares Schicksal. Requiescat in pace. Salve. Oh. Noch ein Rüpel, du hast Nerven. Bitte, haltet euch von den Kunstwerken an den Wänden fern. Und wenn deine Männer den Dom bemalen, dürfen sie die heiligen Reliquien in der Lanterna nicht stören. Das sind die wichtigsten Artefakte unserer Kirche. Ja, ja, Padre. Passt ihr auf, dass ihr uns die komplette Summe für die Arbeit bezahlt.
Rene, jetzt habe ich einen Weg nach oben, falls ich abstürze. Thank you.
Ja.